Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es ein Nagellack-Update. Ich denke, dass ich es jetzt drehe und das mit den Lippenstiften morgen oder heute Nachmittag mal gucken, weil so viel Zeit habe ich nicht. Sehr, sehr Geschäftsfrau, ne? Aber das wollte ich euch zeigen, weil es jetzt schon einen Monat rum ist. Ich zeige euch meine Fortschritte. Ich zeige euch erstmal Nagellacke, wo ich nichts lackiert habe. Einmal der von Essence habe ich nicht lackiert. Einmal den von Essie habe ich nicht lackiert. Dann habe ich diesen wunderschönen Ton nicht lackiert. Ich denke auch, dass ich was anderes damit machen werde. Ich denke nicht, dass ich es auf meine Nägel mache. Es ist sehr, sehr schwer abzugehen. Den habe ich ein bisschen benutzt. Ein bisschen, minimal. Also vielleicht zweimal, also mit zwei Schichten benutzt. Dann etwas, was ich komplett aussortiere, ist der Penny Talk von Essie. Es ist schwierig. Es passt nicht so richtig zu meiner Hautfarbe. Ich glaube, der fliegt komplett aus meiner Sammlung raus. Dann habe ich den hier auch nicht benutzt. Also das ist von Trended Up, habe ich überhaupt nicht benutzt. Finde ich toll. Aber ja, derzeitig nicht auf meinen Nägeln. Ich habe mich konzentriert auf den hier. Der ist jetzt komplett leer. Der OPI-Nagellack in der 0379, also ganz, ganz lange Nummer. Wirklich ein toller, toller weinroter Nagellack. Gefällt mir super gut. Mag ich super, super gerne. Ist jetzt aber leer. Und der war hier drinne. Und vielleicht kann man das erkennen. Ich habe es hier markiert, ganz, ganz leicht. Zu leicht. Ich bin jetzt ungefähr hier bei diesen. Da war ja ursprünglich ein ganz anderer Nagellack drin. Ich habe damit schon zwei. Ich habe jetzt endlich mal das Haar abgeschnitten, was mich mega gestört hat. Das ist jetzt aktuell auch ein weinroter Nagellack und zwar von Rival de Loup. Ich mag irgendwie nicht, dass es so kurz ist. Ich komme damit nicht so gut klar und ich finde den Pinsel zwar gut, aber irgendwie bin ich nicht so gut am Klarkommen. Der ist jetzt aktuell da drinne. Wie man sieht, ist da auch fast, ja, da ist einfach nichts mehr drinne. Dieser Rest, der da drinne ist, den kriege ich auch da nicht mehr raus. Aktuell ist er eben, wie gesagt, in dem Fläschchen. Ich finde es einfach viel schöner, viel schmaler und ja. Das ist der hier. Der ist nämlich, wie gesagt, ziemlich voll. Ich glaube, dieses Fläschchen beinhaltet 6 Milliliter. Und hier waren ursprünglich mal 3 drinne. 8 Milliliter, ne? Also, ja. Und dann habe ich noch etwas gemischt. Also, ich bin ja so eine Puncherin. Und zwar habe ich gemischt von OPI. Hier war noch ein bisschen, also leer gegangen ist mir auch dieser Quick Dry Topcoat von Trended Up. Ganz, ganz toller Topcoat, mochte ich wirklich gerne. Jetzt ist aktuell was anderes drin, und zwar der OPI-Nagellack noch. Auch da ist so eine komische Nummer drauf, die kein Mensch braucht. Ich glaube, das ist die Farbe 15, keine Ahnung. Ich kann euch das nicht sagen. Was da drin ist, den habe ich da reingemischt und der war mir aber zu, der war mir zu hautfarbend. Also der war fast meine Hautfarbe, so wenn man so guckt. Habe ich noch ein bisschen Weiß mit reingemischt, das vermischt und dann ist diese Farbe dabei rausgekommen und ist wirklich ein richtig, richtig schönes Rosé. So ein Alltagsrosé trage ich wirklich super gerne, er trocknet schnell, er sieht gut aus, gefällt mir super gut und da sind ungefähr so 5 Milliliter noch drin, würde ich behaupten. Dann habe ich noch etwas gemischt und zwar ist mir der Base Coat auch leer gegangen und er war von sehr, sehr schlechter Qualität und das, was übrig geblieben ist, konnte ich nicht wirklich auf meine Nägel bringen. Jedenfalls sah es ganz komisch aus. Aktuell, ich hatte ungefähr so, ja, aktuell ist da so viel drinne und so viel war es. Also ich habe es wieder tagelang benutzt. Das ist dieses Fläschchen hier und ich glaube, das ist die Farbe 8. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt da drinne. Und wie gesagt, Base Coat ist mir auch leer gegangen. Dann habe ich für Base Coat einen Ersatz gefunden. Und das war jetzt dieses Teilchen, ne? Das ist mein Ersatz für den Base Coat. Dann für den Top Coat habe ich ja immer noch das hier. Da habe ich auch ein bisschen Top Coat, weil es eben irgendwann ist der Rest
ganz, ganz trocken und geht nicht gut, die mische ich dann immer zusammen mit anderen Topcoats und somit habe ich das wieder aufgefüllt. Vielleicht sieht man das, ein bisschen mehr ist jetzt drinne als vorher. Und ich mag die wirklich gerne, diese Fläschchen, die lassen sich super lackieren. Benutzt habe ich auch erstaunlicherweise mal diese Nail Express 3 Drops. Ist nicht mein Ding, werde ich mir nicht nachkaufen. Ich bin froh, wenn es leer ist. Ich bin dabei, es einfach aufzubrauchen. Dann habe ich, wie gesagt, den weißen benutzt, weil ich den gemischt habe. Den habe ich nämlich auch hier reingemischt. Und da habe ich auch einen kleinen Fortschritt erzielt. Ich glaube, ich habe ihn zweimal auf meinen Nägeln gehabt. Ganz toller Nagellack ist ein matter 05. Aber dieses Matte geht sehr, sehr schnell ab. Deswegen mache ich da eh einen Topcoat drauf. Ja. Das habe ich kein einziges Mal benutzt. Hier habe ich auch einen minimalen Fortschritt, weil ich es einmal auf meinen Nägeln, glaube ich, komplett drauf hatte. Ich bin jetzt aktuell da. Wenn ich so bei diesen Topcoats kleine Fortschritte mache, ist es okay. Auch hier auf den Topcoat, der ist super schön. Also wirklich, wenn es den noch gibt, kann ich den euch empfehlen. 21 ist der und der ist echt toll. Dann benutze ich auch immer mal wieder dieses Altera-Nagelöl. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass meine Nägel von diesen Altera-Ölen oder diesen Ölen an sich wieder weich werden. Hat das jemand auch, weil eigentlich war der mal trocken und dann ist er wieder aufgeweicht, weil ich das da drauf getropft habe. Ich benutze es, ja, wie man sieht, ganz, ganz wenig. Also was in der Pipette drin ist, ist viel zu viel. Dann habe ich noch mit das hier mit reingenommen. Das ist jetzt einfach etwas, was einfach im Nagelprojekt drin ist, weil auch da habe ich noch ein Fläschchen davon. Ich versuche das jetzt nach und nach einfach aufzubrauchen. Ich benutze nicht so oft so Nagelzeug, um die Haut zu entfernen, weil ich einfach fast keine Haut selber drauf habe auf meinen Nägeln. Also ganz, ganz wenig und ja, ist nicht mehr die schönste Maniküre, obwohl ich es gestern gemacht habe. Das versuche ich auch gerade aktuell leer zu machen. Und dann habe ich noch einen Topcoat mit reingenommen für alle möglichen Das ist Nagellacke dieser. von Nagellack hier. Und ja, ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich habe dieses Mal ein Nagellack leer gemacht, zwei Nagellacke leer gemacht und drei Nagellacke dieses Mal leer gemacht. Ich hoffe, ich bleibe in diesem Fortschritt. Und zwar habe ich ja den Basecoat leer gemacht. Dann habe ich den roten OPI-Nagellack leer gemacht. Und dann habe ich doch diesen Topcoat noch leer gemacht. Wo ist er jetzt? Da. Den hier leer gemacht. Also es sind drei Nagellacke. Dafür habe ich auch wieder Ersatz hier mit reingenommen. Das war der Ersatz für den, ne? Das ist der Ersatz. Der Ersatz ist der hier. Also für den ist der hier mit reingerutscht. Der rote ist leer. Den habe ich ausgetauscht damit. Ja. Dann sind die noch drinne. Die zwei sind noch drinne. Ist ganz schön viel hier auf dem Tablett. Die zwei sind noch drinne. Also ich bin da eigentlich ja gut zuversichtlich. Den werde ich anderweitig leer machen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich damit anpinsel, aber ich finde den so schön, dass ich ihn gerne irgendwo drauf hätte. Als nochmal Zusatz möchte ich zwei weitere Lacke mit reinnehmen. Und zwar habe ich hier von Catrice einen. Den muss ich unbedingt mal verdünnen. Der ist schon richtig gelartig. Ich will mal gucken, ob ich den überhaupt verwenden kann. Und zwar ist da nur noch, der ist nur noch halb voll. Der ist mir mal, ja, irgendwie ist mir das Teil kaputt gegangen. Der Deckel von dem Catrice, deswegen ist da ein Maybelline drauf. Aktuell ist halb voll. Und ich finde den so schön, dass ich, wie gesagt, den Penny Talk aussortieren werde komplett. Ich möchte den nicht in meiner Sammlung haben. Ja, ich bin jetzt nicht ganz so zufrieden. Der ist auch eigentlich noch gut. Man kann den gut verwenden und jemand anderes freut sich vielleicht eher, den in der Sammlung zu haben, wie ich jetzt. Und dann möchte ich noch einen khakifarbenen mit reinnehmen. Und zwar ist er auch matt. Der gefällt mir super gut und der ist auch. Guck gerade mal. Ich zeige euch mal. Der ist bei der 5.
Also viel habe ich nicht benutzt. Der ist super schick, also wirklich super schick und elegant. Und dieses Khaki passt einfach super in den Winter rein. Ja, und das war's auch schon. Also das war's. Ich habe nicht viel aufgebraucht, aber es ist schon mal immerhin ein Fortschritt, sage ich mal, in dem Monat. Mein Tablett ist voll. Das sind so meine Alltagsdinger, sage ich mal. Die benutze ich zuerst. Manchmal benutze ich etwas als Basecoat, damit ich einen anderen Nagellack benutzen kann. Ne? Ich möchte ja auch nicht vernachlässigen. Meine anderen Nagellacke, von daher durfte dann der dunkelrote hier drauf von Sally Hansen über den hier. Also wisst ihr, was ich meine, dass ich immer trotzdem den hier auch immer mit benutze. Und ja, wir sehen uns im Januar wieder. Und ich bin gespannt, weil dann schließe ich erstmal ab und fange dann das Projekt neu an, denke ich mal. Weil mal gucken, was alles so leer werden kann. Einfach und ja. Ich wünsche euch was. Und bei dem Lippenstift-Update mache ich auch ein Video. Entweder gesondert oder ich packe sie zusammen. Mal gucken. Tschüssi!